Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexis und das ist Minecraft. Im Moment befinden wir uns im Keller vom Hühnchenhaus und im Vergleich zur letzten Folge habe ich hier schon mal ein bisschen aufgeräumt. Ich habe mir heute mal Gedanken gemacht vor der Aufnahme und habe einen kleinen Plan erstellt, wie genau wir die Schaltung jetzt zusammenbauen werden. Wir haben hier unsere beiden Schalter, einmal den kompletten On-Off-Schalter und einen Schalter, den ich Braten genannt habe. Dieser Schalter ist eigentlich nur dazu da, um den Schildgenerator, sollte ich aus was für einem Grund auch immer die Hühnchenfarm leeren möchten, einfach ad hoc zu aktivieren. Dieses Gestrichelte, was jetzt in kompletten aufblinkt, wenn ich drüber gehe, ist das Bundled Cable, das ich legen werde. Ich gehe hier mit dem schwarzen Kanal rein und komme hier wieder raus. Das heißt, sobald ich hier Signal drauf gebe, ist diese komplette Leitung hier auf dieser Seite unter Signal. Grundsätzlich die automatische Steuerung erfolgt, wie letztes Mal schon gezeigt, über den Counter, den ich hier dargestellt habe, und die Speicherzelle hier. Genauso wie über den Timer und hier über eine sogenannte State Cell. Ich habe das alles schon mal vorbereitet und im Inventar. Das eine Problem, das sich jetzt noch ergibt, das hier ist in realen Höhen gezeichnet, also mehr oder weniger. Sei still, Minecraft, du bist gerade nicht aktiv. Das heißt, wir haben hier einen Block, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Jetzt gehen wir mal kurz zurück ins Spiel. Und wir haben an dieser Wand 1, 2, 3, 4 Blöcke Höhe. Wie lösen wir das jetzt einfach? Wir buddeln. Weil wenn wir eins haben hier auf diesem Bergplateau, dann ist es Höhe. Dazu räume ich mal kurz mein Inventar um. Und dann hebe ich hier quasi noch einen Graben aus. Über die komplette Breite und einiges an Blöcken tief. Jetzt haben wir 5, 6, 7, ach, da ist eine Höhle. Interessant. Gefällt mir jetzt gerade aber gar nicht. Was war's? 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 für den Boden. Ja, eigentlich hätte ich nur 8 gebraucht, ich weiß, aber ein bisschen Sicherheit drin haben. Und ein bisschen Spielraum. Kann ja sein, dass wir doch etwas tiefer gehen möchten. Gut, diese unterste Reihe. Was bist du überhaupt? Ich weiß es nicht, aber ich will dich hier nicht haben. Wo habe ich meine Ender Pouch? Hier. Stone kann weg, noch mehr Stone, noch mehr Stone, noch mehr Stone, und da ist das Endgate. Ja. Dann brauche ich wieder meine Stone Bricks. Ah, nee, Moment, hier muss ich noch auspuddeln. Wir setzen das hier alles eins zurück.
einfach, um auch hier eine schöne Wand reinzuzimmern. Dann sieht alles gleichmäßig aus. So. Und da fällt mir gerade ein, ich habe doch so ein schönes Tool hier irgendwo rumfliegen, damit geht es doch schneller. Und viel zu viel Zeug im Inventar. Ja, so muss das. Jetzt wird es wahrscheinlich trotzdem gleich drauf rauslaufen, dass wir nicht mehr genug Steine haben. Ja. Genau. Also doch wieder da vorne. Es gibt von Applied Energistics auch das Wireless Terminal. Ich habe schon mehrfach überlegt, ob ich es mir crafte. Bricks. Die Dinger brauche ich. Bin aber irgendwie noch nie dazugekommen. Gab 100.000 andere Baustellen in der Basis hier. Und ich habe ja immer und fast überall ein Terminal, an das ich ran kann. Das sind dann halt mal 5 Schritte weg, aber hey, jeder Gang macht schlank, oder wie war das? Jetzt sollten wir genug Platz haben. Hier, die habe ich auch schon mal verlegt und neu konfiguriert. Wir gehen beim Braten ja mit Spatz raus. Habe ich entsprechend angepasst und bis auf das Mittel. Ja, doch, bis auf das Mittelteil mache ich mir jetzt alles zu. Ich brauche ein Loch. Dann sieht das auch schon mal relativ schön aus hier. Geht ja nicht, dass man das einfach offen lässt, kann jemand durchfallen. Sagte er und sprang durch ein Loch in der Decke. Ein Hoch auf den zweiten Bildschirm. Ich sehe hier noch meinen Plan, den ich gezeichnet habe. Nehme jetzt hier die unisolierten Kabel. Pack da welche drüber, um eben das Signal zu empfangen. Nehme dann die isolierten mit farbkodierten Kabeln, pack die jeweils drunter. Und ich habe so die leise Befürchtung, dass unsere Bundled Cable nicht ausreichen. Führe die dann hier zusammen. Genau, auf welche Höhe war es? Auf die dritte, also 2, 3, 4, fast. Hier muss der Hauptbus rumgehen. Genau. Wird nicht ganz reichen, aber dann muss ich halt noch ein paar herstellen. Ist ja jetzt keine große Sache. Genau, zum Schildgenerator führte ja das Schwarze, haben wir gesagt. Und zum Dispenser habe ich ein magentafarbenes gezeichnet. Dispenser war das hier. Da hatten wir aber, wo habe ich es hingelegt? Habe ich es weggeworfen oder hier reingepackt? Hier reingepackt. Da hatten wir die, denn wir hatten ja die Thematik mit
dem Item Duck, das hier noch hin muss. Das führe ich einmal hier so rum. No. Hier kommt dann das mit hin. Oh, habe ich jetzt schon wieder meinen Schraubenschlüssel hingelegt? Das ist der große Nachteil von Minecraft. Man hat nie, aber auch wirklich nie genug Platz im Inventar. Habe ich das alles draußen, was ich nicht mehr brauche? Wahrscheinlich nicht. Den kann ich noch rauswerfen. Mana-Tablet behalte ich mal noch. Natürlich behalte ich meine Cookies. Wer löscht die auch schon? Hüstel, Hüstel, Hüstel. Und, nein, komm. Auch das hier stelle ich auf Magenta. Da. Wenn hier drüber dann der Dispenser sitzt, und den muss ich noch eine höher machen, werde ich auch hier den Kanal Magenta einstellen. So. Da muss ich noch eins höher. Und dann... Haha, ja. Jetzt, wenn ich natürlich den Timer hinsetze, würde anfangen zu laufen. Das heißt, wir beginnen mit dem XOR Gate. XNOR. Sprich, ein exklusives Nicht-Oder-Gate. So, wer von dieser Formulierung überfordert ist. Dieses Gate ist immer dann aktiv, wenn an beiden Inputs das gleiche Signal anliegt. Okay, fangen wir mal von Anfang an. XNOR, OR Gate. Entweder auf einer Seite liegt ein Signal an oder auf beiden Seiten liegt ein Signal. Dann wird das Signal durchgeschalten. NOR Gate, also NOR Gate. Genau andersrum. Es gibt ein Signal aus, wenn nirgendwo ein Signal anliegt. Sobald an beiden Seiten oder an einer Seite, an einer beliebigen Seite ein Signal anliegt, wird kein Signal mehr ausgegeben. Ein XOR oder exklusiv OR Gate gibt nur dann Signal aus, wenn an nur einer Seite Signal anliegt. Und ein XNOR Gate, also ein exklusiv nicht OR Gate, wie anfangs einleitend beschrieben, gibt immer dann Signal aus, wenn an beiden Seiten das gleiche Signal anliegt. Schwierige Kiste. So. Ich gehe auf der einen Seite hier mit Blau rein. Und auf der anderen binden wir Schwarz mit auf. Gehen wir da unten ran. Genau. Dann kommt hier drüber der Timer, den ich hier habe. Out natürlich nach oben auf unser magentafarbenes Kabel. Die genaue Funktionsweise erkläre ich dann nochmal kurz am Schema, soweit ich alles drin habe. Wir haben dann auf dieser Seite, dann nehme ich mal wieder mein schwarzes und mache das hier weg. Das verbindet sich ja so schön. Habe ich meine State Cell und das wird jetzt etwas komplizierter. Wir haben hier nämlich ein In, ein Lock und zwei Out. Ich habe es im Schema nach der Beschreibung auf dem Wiki von Project Red beschriftet. Oben angefangen im Uhrzeigersinn haben wir Running Output, End Output, Reset Input und auf der neuen Uhrposition den Start Input.
folgendermaßen. Diese Zelle hat einen vorgegebenen Zeitwert. Sobald ich einen Impuls auf den von 9 Uhr kommenden inlege, beginnt diese Zeit zu laufen und am oben gelegenen Output wird ein Signal ausgegeben. Lege ich unten bei Log ein dauerhaftes Signal an, wird diese Zelle auf 0 gesperrt. Sprich, ich kann bei innen reinschieben, was ich möchte, es macht nichts. Wenn die Zeit abgelaufen ist, also wenn diese Zelle einmal durchgelaufen ist, wird beim auf 3 Uhr gelegenen End-Output ein Puls ausgegeben. Log und Out brauchen wir hier nicht. Wir brauchen nur den Impuls für In und einmal eben das Running Out, welcher dann A den Schildgenerator oben das Signal gibt zum Laufen. Ja, ich weiß, da hinten ist eine Höhle, danke Minecraft. Und andererseits, dieses exklusiv nicht oder geht, Xnor, nochmal sperrt, denn auf Blau wird die ganze Zeit ein Signal anliegen. Und davor brauchen wir noch einen Pulsformer, den ich hier habe. Ha. Den ich genau andersrum hier brauche. Wenn hier auf dem In ein dauerhaftes Signal ankommt. Was war das für ein Zischen? Ich hoffe, das habe jetzt nicht nur ich gehört. Wenn hier auf dem In ein dauerhaftes Signal ankommt, wird die Zelle auch immer auf 0 gehalten. Deshalb brauche ich hier einen Pulsformer. Das ist nichts anderes als, ich gebe hier ein dauerhaftes Signal drauf und es kommt nichts anderes als ein 2 Minecraft-Ticks, also 2 20. Sekunden langer Tick hier durch. So, wir brauchen dann natürlich auch hier unsere Kabel rüber. Verbindung nach oben. Dann brauche ich hier das Endgate, das dafür sorgt. Genau, das dafür sorgt, dass nur dann der Puls durchgeschalten wird, wenn ich auch hier oben aktiv habe. Das konfiguriere ich mir jetzt noch so, dass der untere Input ausgeschalten ist. Das heißt, es werden nur die beiden oberen hier, also 9 Uhr und 12 Uhr gewertet. Und da geht dann einmal ein rotes Kabel nach oben und ein orangenes. Komm, jetzt. Und jetzt kommen wir schon zu den Sachen, die wir auch letztes Mal hatten. Den RS-Latch und den Counter. Den RS-Latch setze ich... Nein, das ist ein Kabel. Hier drüber. Und ich muss den noch einmal umdrehen. Genau, wenn ich Shift gedrückt halte, also mich hinten nie, und damit rechts auf und dem Schraubenzieher auf diesen Skate hier klicke, kann ich den Modus verändern. Und ich brauche den hier. Genau. Wenn ich hier schalte, geht er oben an. Wenn ich hier schalte, geht er unten an. Von hier drüben kommt ein grünes Kabel rein, von hier unten das orangen. Ja, das ist, geht hier einfach einmal durch, aber irgendwie muss ich hier kreuzen, also nehme ich einfach das Bundle Cable, das hier schon dazwischen liegt. Dazwischen kommt auch nochmal ein orangenes. Dann der Counter. Den drehe ich mir so, genau, den drehe ich mir so, dass der positive Output auf dieser Seite ist, kann ich, und der positive Input oben. Auch hier funktioniert das mit dem
sich hinknien, also Shift drücken und Rechtsklick. Und der negative Output ist dann hier drüben. Richtig. Dann brauche ich noch einen negativen Input. Der kommt hier hin. Und irgendwie muss ich jetzt hier das noch rüberziehen. Machen wir so. Ah, ich habe das. Ja gut, das kann ich. Das kann ich auch so machen. Das ist in Ordnung. Und mit Grau geht's zum Sensor, den ich noch bauen muss. So weit, so unfunktionell. Die Schaltung und die Steuerung steht, es fehlen bloß noch die Komponenten, die immer damit betrieben werden müssen. Aber das, die bauen wir dann nächste Folge. Trotzdem eine Sache machen wir noch eben. Ich wechsle mal noch mal ganz schnell in die andere Ansicht und erkläre ich noch mal genau, wie das funktioniert. Also, wobei ich glaube, ich wiederhole mich damit, aber einfach um es noch mal sicher zu gehen. On-Off muss an sein, um hier auf dieser Seite das N-Gate zu entsperren. Der Sensor gibt hier am Positiv-In so lange Signale, wie Items hindurchfließen. Sobald dieser Counter seine eingestellten Maximum erreicht hat, gibt er ein Signal auf den RS-Latch. Der RS-Latch schaltet diesen Output hier unten durch und gibt den zweiten Input auf das N-Gate. Das N-Gate mit beiden Inputs gibt dann auf den blauen Kanal ein Signal durch, schaltet erstmal hier bei dem XNOR-Gate die eine Seite, gleichzeitig aber auch den Pulseformer und die State Cell hier, sprich auf der anderen Seite kommt auch direkt mal ein Signal durch. Sprich, auf beiden Seiten dieses XNOR-Gates ist wieder das gleiche Signal. Ich habe hier oben immer noch einen Output, der Timer ist blockiert. Ich habe hier am Schildgenerator allerdings auch einen Output, sprich das Schild wird aufgebaut und die Hühnchen erhalten Schaden. Die ganzen Items werden dann wieder eingesaugt und ins System gespeist. Sobald diese State Cell hier unten durchgelaufen ist, schaltet die ab. Das Signal von dieser Seite wird verschwindet. Das XNOR-Gate hat plötzlich nur noch auf einer Seite Signal, merkt, oh Moment mal, ich muss hier jetzt ausschalten. Der Timer wird entsperrt, läuft durch, gibt sein Signal einerseits an den Dispenser, mit jedem Signal wirft er ein Ei in den Raum und hier über das Bundled Cable, das ich jetzt ungefähr so gelöst habe, Details, auf den negativen Input des Counters. Mit jedem geworfenen Ei setzt der Counter wieder eins runter, bis er sein Minimum erreicht hat, dann geht hier am Output des Negativen ein Signal über die grüne Leitung auf diese Seite des RS-Latch. Dieser Output wird ausgeschalten, der obere Output wird angeschalten, an dem hängt nichts. Vielleicht kann man da irgendwann noch eine Lampe oben dran hängen, aber das ist dann Kür nach der Pflicht. Der orangene Input am Endgate wird ausgeschalten, das heißt hier geht kein Signal mehr durch. Das XNOR-Gate hat kein Signal mehr auf keiner beider Seite, sprich hier oben kommt wieder ein Signal, der Timer wird gesperrt und es beginnt wieder von vorne. Hühnchen sind im Raum, wachsen auf, produzieren Eier, der Sensor misst und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Was ich auch noch machen kann, auf der unteren Seite des N-Gates einen Item-Sensor von Applied Energistics anbringen, der ab einer gewissen Menge Hühnchen oder Eiern oder auch beidem, auch das ist möglich, mit zwei Item-Sensors und noch einem weiteren N-Gate, sagt, okay, ich habe jetzt hier so viel drin, muss nicht mehr produzieren.
Gleichzeitig würde das dann auch hier einmal Braten aktivieren. Sprich, das komplette System wird gesperrt und geleert. Kann man dann noch hinzufügen. Ich muss es unbedingt irgendwie verbinden, dass wenn ich bei OBS auf Überblenden gehe, dass es auch direkt das aktive Fenster wechselt. Das wäre natürlich noch wesentlich epischer. Und mit diesem wunderschönen aufgehenden Mond bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal.